Ja oder nein? Das ist heute die Frage. Ja und nein. Also es liegt total an dem Setting, in dem man sich befindet. Ich würde mal sagen, 85% der Sachen, die ich spiele, spiele ich komplett ohne Amp. Mhm. Da ist das mein Amp. Also wenn ich ein Pedalboard dabei habe und in ihr, habe ich meistens eigentlich kein Amp mehr hinter mir stehen. Welche Gründe hat das? Ich habe so für mich entdeckt, dass an vielen Stellen, wenn man mit In-Ear spielt und ein Amp steht hinter einem, ist das irgendwie ein cooles Spielgefühl, weil sich irgendwie Luft hinter einem bewegt. Aber mein In-Ear-Sound wurde dadurch immer deutlich unaufgeräumter, dass dann doch so die typischen 100, 150 Hertz, die halt aus dem Amp rauskommen, haben das Ganze eher verwaschen und schwieriger gemacht, einzelne Nuancen rauszuhören. Und sobald ich den Amp ausgemacht hatte, war es irgendwie, ah klar, deutlich definierter und besser ortbar. Und das Einzige, wo ich so ein bisschen vermisse, ist, wenn ich spiele ab und zu noch mit einem Synthesizer Bässe, die halt extrem davon leben, dass sie sehr tieffrequent auch noch Energie haben. Und das fehlt dann so ein bisschen in meinem In-Ear. Ist ab einer gewissen Bühnengröße dann aber auch wieder egal, wenn die fetten Subs vor der Bühne stehen und noch so ein bisschen die Bühne sich bewegt, dann geht das ganz gut. Andererseits habe ich extrem gute Hörer mittlerweile, die auch eine sehr geschmackvolle Bassanhebung haben, die es mir im In-Ear deutlich leichter machen, mich selbst zu orten und dass es sich nicht dünn anfühlt. Und von dem her vermisse ich eigentlich seltenst einen Amp. Und für die anderen Szenarien, wo ich mit Amp spiele, muss es mindestens 4x10er sein. 8x10 wäre noch besser. Geil. Also ohne Auto natürlich. Natürlich. In Wirklichkeit spiele ich die anderen Gigs mit diesem kleinen, süßen Amp, den man auf den ersten Blick total unterschätzt, aber der ist schweinelaut, wenn es sein muss. Also ich könnte auch eine Festivalbühne damit spielen. Natürlich bewegt sich nicht ganz so viel Luft. Irgendwo hat die Physik auch ihre Grenzen, aber so rein was Soundqualität und Druck angeht, ist das Ding echt oberamtlich und wiegt einfach nur 13 Kilo. Ich fahre zu ganz, ganz vielen Gigs mit dem Zug. Wenn ich den dann mal mitnehmen muss, dann tut es nicht ganz so weh, den irgendwie oben in die Hutablage vom Zug reinzustellen. Und gut ist. Und selbst, ich habe den, glaube ich, noch nie an seine Grenzen gefahren. Der ist immer so maximal auf 12 Uhr, was schon echt krass laut ist. Ist es dann so Hälfte ungefähr? Ungefähr Hälfte. Das sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht, aber der Master-Volume ist noch vom letzten Gig so eingestellt. Lauter wurde es nicht. Also wir sind das hier irgendwo bei 2 mm von 30. Ja, also der hat echt ordentlich Wumms. Ja. Ich nehme ein Amp nur mit, wenn es kein In-Ear gibt. Oder wenn es wirklich kleinere Veranstaltungen sein sollten, wo man komplett ohne PA spielt. Also dass jeder Instrumentalist irgendwie sich selbst verstärkt. Ja. Und da, da ich ab und zu auch Kontrabass spiele, wofür der Amp auch super klingt, ist da auch die Philosophie, ich mache nur so laut, wie es tatsächlich muss, dass es den natürlichen Klang noch hat, einfach einen Ticken lauter. Und dass es sich nicht nach extrem verstärktem Signal anhört. Ja. Und das ist eigentlich auch der Grundsatz für andere Gigs, wo es auch lauter werden darf. Ich mache nur so laut, wie wirklich nötig. Und um auf die andere Episode einzugehen, Zusammenarbeit mit dem Tontechniker, bis der mir dann halt sagt, ey, du bist so laut auf der Bühne, ich krieg dich gar nicht mehr auf die PA vorne, dass man dann auch dazu fähig ist, ja, mache ich mich halt ein bisschen leiser. Ja. Oder auch so Monitoring-technisch, wenn es dann ist, man spielt mit Wedges, gibt es ja auch noch oft dieses Setting. Dann lass ich einen Bühnenmonitor, der auf der Bühne steht, der für dich als Musiker gedacht ist, um dich anzustrahlen. Dann ist so die Philosophie, ich selbst, mein Basssignal, das höre ich nur aus dem Amp. Und davon lasse ich aber nichts auf die Monitore vorne geben, sondern da habe ich nur die anderen drauf. Damit wirkt man dem Ganzen so ein bisschen entgegen, dass erstens die meisten Wedges haben nicht sonderlich viel Bass. Ja. Dann neigt man eher dazu, man macht die einfach mörderlaut, aber da kommt einfach ab einer gewissen Herzzahl einfach nichts mehr an.
Und das umgeht man so ein bisschen, wenn man einen gut klingenden Bass-Amp hat, der so diese wohlige Wärme für einen selbst bringt und dann alle anderen irgendwie in den Monitor und dann kriegt man es recht ausgewogen hin. Cool. Der ist eigentlich super ausgefuchst, der kleine Amp. Er ist so ein Schweizer Taschenmesser eigentlich. Der Schweizer Taschenamp. Ja, für viele Settings reicht es nämlich auch, wenn ich sogar nur den Amp mitnehmen würde, nicht mein Pedalboard. Denn ich habe natürlich die klassischen Parameter, die so ein Amp hat. Mit hier, ich setze an die Eingangslautstärke mit dem Gain. Da ist mein Vorgehen eigentlich, ich habe hier eine Clipleuchte drin, dass ich erstmal den Master komplett runterdrehe, dass nichts ankommt, also nichts vorne rauskommt. Mhm. Und dann spiele ich hier rein und drehe mal so weit auf, bis es zum ersten Mal klippt. Also ich spiele so laut, wie ich wirklich am lautesten spielen würde und gucke, dass es klippt. Und von dem Punkt gehe ich wieder einen kleinen Ticken zurück. Mhm. Dadurch stelle ich sicher, dass ich hier am Eingang einen Vollausschlag habe. Ja. Also so das größtmögliche Potenzial aus dem Amp rausholt, das er so hat. Dann geht es weiter hier in diese Equalizer-Sektion. Da habe ich genau die gleichen Parameter, wie ich sie auch hier bei meinem Empress EQ hätte. Mhm. Da auf kann deinem Pedalboard, ja. Genau. Plus da habe ich für Bässe und Höhen festgesetzte Werte, also ab welcher Herzzahl die boosten oder cutten. Mhm. Dann kann ich hier eben über den Bassregler und auch den Höhenregler die jeweilige Frequenz abheben oder absenken. Und dann haben wir wieder das wichtige Feature, was für mich das Wichtigste ist. Ich habe parametrische Mitten. Mhm. Selbes Spiel. Hier der Mittelschalter ist praktisch der Gain-Schalter auf dem Pedal, so würde er hier heißen, voll auf. Dann kann ich hier über den Wahlschalter wieder die Güte von meinem Filter einstellen, wie breit er ist. Ja. Dann suche ich mit der Frequenz, was mich stört, ziehe das raus und das Ding klingt so, wie ich es haben möchte. Dann gibt es ein bisschen was Spezielleres hier, ist vom Hersteller selbst entwickelt. Hier Balance ist genau in der Mitte und über Intensity kann ich so ein bisschen, ist es dann Exciter-mäßig, wenn ich noch was an harmonischen Tönen draufrechnen könnte und kann über Intensity halt regeln, ist es eher in den hohen Frequenzen, wo er was draufrechnet oder ist es tiefe Mitten bis Bässe. Mhm. Und wenn ich das hier genau in der Mitte habe, Balance, dann ist das ausgeglichen und eigentlich neutral. Mhm. Das ist 90% der Fälle benutze ich das so. Es gibt hier auch noch so einen Konturschalter, der auch so einen voreingestellten EQ draufstellt. Das brauche ich aber meistens nicht. Mhm. Was aber noch cool ist, der hat einen eingebauten, sehr, sehr gut klingenden Kompressor. Mhm. Ich spiele eigentlich weitestgehend ohne Kompressor und hab halt einfach versucht, meine Spieltechniken so ins Gefühl zu kriegen, dass sie immer ähnlich laut sind. Aber durch das, dass der Amp so klein ist, kann es in Situationen, wo man sie schlecht hört, von Vorteil sein, wenn man das ein bisschen ankomprimiert, wenn man so mehr das Gefühl hat, dass das richtig Druck aus dem Amp rauskommt. Mhm. Der hat nur zwei Parameter. Das eine ist die Ratio, also in welchem Verhältnis komprimiert er, und der Threshold, ab wann komprimiert er. Kann ich an ausschalten, meistens habe ich ihn aus. Und hinten ganz normal den Master, über den ich dann regle, wie laut ist der Amp tatsächlich. Ja. Wenn man jetzt den Amp mal noch kippt, kommen wir auf die Rückseite. Da passieren auch ganz interessante Sachen. Ein Haufen Anschlüsse, mehr als normal. Aber da sind zum Beispiel die Features über den DI-Out sehr interessant. Die DI, die da drin verbaut ist, die klingt sehr, sehr gut, sehr neutral. Und dann kann ich über den Knopf hier entscheiden, schicke ich den an den FOH ein komplett unbearbeitetes Signal, wie wenn ich eine DI vor meinem Pedalboard hätte. Mhm. Oder schicke ich ihm schon auch die Soundeinstellungen, wie ich sie wählen würde. Mhm. Das kann ich über den Pre-Post-Schalter regeln. Und was sehr, sehr cool ist, was viele Amps nicht haben, ist, dass ich über den Drehregler hier kann ich das Level, was aus der DI rauskommt, festsetzen. Das ist also nicht abhängig von meinem Master-Volume. Mhm. Selbst wenn ich auf der Bühne mein Amp lauter oder leiser machen sollte, kriegst du ein konstantes Signal, da ändert sich nichts. Was bei den meisten Amps nicht der Fall ist, weil die mit der Master-Sektion gekoppelt sind. Ansonsten hätte ich jetzt zum Üben, wenn ich Bock habe, noch die Möglichkeit, ich könnte Aux-In-mäßig mir ein Playback reinspielen und mit Kopfhörern raus und das einfach als Kopfhörer-Preamp benutzen. Was aber für mich
eigentlich in den meisten Fällen nicht vonnöten ist. Und hätte hier noch Send Return, also einen Effects-Loop. Im Endeffekt das, was mein Looper-Pedal auf dem Board macht, kann ich auch die Effekte hier einschleifen und an- und ausmachen, wie ich Bock habe. Mhm. Und was noch interessant ist, ist dieser Sub-Out, der wie so eine Art Frequenzweiche ist. Das heißt, alles, was ich an tiefen Frequenzen, sagen wir mal bis 200 Hertz, wo es eigentlich schon fast in tiefe Mitten übergeht, kann ich mit einem weiteren Kabel noch auf so einen Subwoofer schicken. Und der liefert mir dann die Frequenzen, die die Box zum Beispiel physikalisch nicht mehr liefern kann, weil da ist nur ein 10 Zoll Speaker drin. Der kann einfach nicht so viel Luft bewegen wie ein 18 Zoll oder ein 15 Zoll. Mhm. Also ein erweiterbares System, was super handlich ist und gut klingt. Von dem her meine erste Wahl, wenn ich das irgendwohin mitnehmen muss. Sehr cool. Vermisst du dann jemals das richtige Low-End auf der Bühne? Ab so einer gewissen Bühnengröße, wo dann auch eine dicke PA davor steht, eigentlich nicht. Mhm. Wo es manchmal so ein bisschen schöner wäre, wenn man noch mehr hätte, es sind so mittelgroße Bühnen, wo jetzt nicht die allergrößte PA steht, wo der Raum vielleicht auch schwierig ist. Da wäre es manchmal noch schön. Da kann man aber auch entgegenwirken, wenn man einfach irgendwo die Möglichkeit hat, noch einen, so einen Infrasub oder sowas einfach nur auf die Bühne zu legen, der so ein bisschen für Feeling sorgt. Mhm. Wenn die Möglichkeit da ist, immer gern, weil dann kann man das auch so ein bisschen besser kontrollieren. Mhm. Als wenn, also so ein Infrasub lässt sich deutlich besser in den Griff kriegen, als wenn du jetzt irgendeinen Amp auf der Bühne hast, der dann auch noch richtig laut irgendwas rauspustet. Mhm. Gibt auch solche Platten für Bassisten, um draufzustehen, wo der Hintergedanke ist, dass du eigentlich auf dem Lautsprecher draufstehst, der aber keinen Sound generiert. Es gibt auch, ganz witzig letzt gesehen, so nennt sich Subpack. Das ist ein Rucksack mit so einer Rüttelplattenprinzip, also die wie so ein Trinkrucksack auf dem Rückenstall. Es sieht halt ein bisschen affig aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Genau. Was? Die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, noch bezüglich Amp ja oder nein, sobald du irgendwas hast, was so ein bisschen Luft um dich drum herum bewegt oder für Spielgefühl sorgt, hörst du automatisch deinen Innerweg leiser ab, weil du dir dieses Gefühl von, man nennt es immer, es drückt oder es drückt nicht, holt man sich, wenn es nicht da ist, gern mal über Lautstärke. Mhm. Das kann auch schnell gefährlich werden. Von dem her schon noch darauf achten, wie laut mache ich meine Kopfhörer. Ja. Weil das kann auch unschön enden, wenn es dann irgendwann pfeift. Mhm. Ist uncool. Ja, allerdings, klar. Ja. Cool. Rüttelplatten, Buttshaker, kennst du die Dinge? Für die Schlagzeuger. Ja. Ja. Oder wenn Bassist mal sitzt, was du wahrscheinlich nie tust bei deinen Gigs. Selten. Ja. Selten. Und dann will ich auch nicht so einen Buttkicker. Manche geben sich das ja richtig, dann ist ja richtig Dampf dahinter. Ja. Krass. Cool. Dann vielen Dank für diese Einblicke in das Leben eines echten Bassisten auf der Bühne mit und ohne Amp und mit lauter Infraschall-Geschichten und ach, was es da nicht alles gibt, ist ja schon verrückt mittlerweile. Cool. Ist gut. Also wenn ihr es euch leisten könnt, holt euch mal so ein Infra-Ding. Cool. Und das Gute dabei ist ja, du störst den FOH-Menschen dabei nicht. Genau. Ja. Außer vielleicht ist es eine hohle Bühne und die Bühne macht dann diesen hier. Dann ist aber das nicht sein einziges Problem. Nein, dann hast du viel mehr Probleme. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.